Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Traveler's Quest. Und dann schauen wir doch mal. Wir sind gerade schlafen gewesen. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Platz. So, wir haben noch einen Keller. Kann er freischalten, mein Tavern ruft 10. Okay. Schreite weiter durch das Hauptwest, um Werkraum freizuschalten. Okay, okay. Interessant, interessant. Dann denk dran, deine Vorräte für den Tag aufzufüllen, bevor du die Taverne öffnest. Du wirst mehr Feuerholz für die Herstellung von Objekten und das Befeuern des Kamins brauchen. Bestelle die nötigen Dinge am Briefkasten vor der Taverne. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Was haben wir denn noch da? 11-mal Getreidebrei. So, dann gehen wir nochmal draußen gucken. Braun. Braun kann ich noch nicht. Speisen. Kannte ich mir irgendwo Speisen herstellen? Ich glaube noch nicht. Möbel. Große Sitzbank. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? 27. Ja, da bleibt aber nicht viel übrig. Auch hier wird es alles sehr knapp werden. Was soll ich denn kaufen? Muss ich irgendwas kaufen? Das ist meine Quest. Stelle an der Werkbar einen kleinen Tisch her. Dann machen wir doch das erstmal. Weil kaufen ist so eine Sache. Aufheben. Und dann war ich hier noch was aufzuheben. So, und dann kann ich hier einen kleinen Tisch herstellen. Wunderbar. Feuerholz. So, stellen wir nochmal hier ein bisschen Feuerholz her. Warum nicht? So, oh, die Steine sind alle wieder da. Das heißt, die sind nach dem Tag wieder ready. Das heißt, wir können uns gleich ein bisschen Kohle holen da unten. Ja, und noch ein paar andere Materialien. Guck da, Kohle. Ja. Kohle, Kohle, Kohle. Ich glaube, die sollten wir jeden Tag mitnehmen. Allein für die ganzen Herstellungsprozesse ist das schon sehr wichtig. Hatten wir noch eine Packung Kohle irgendwo rumliegen? Na komm, das kann ich nicht liegen lassen. Das ist, ja. Zu viele Materialien. So, die Frage ist jetzt nur, wann machen wir die Kneipe auf und wie lange kann die offen bleiben? Haben wir gerade noch in der letzten Folge gelernt, wir dürften nicht zu lang aufbleiben. Nehmen wir das auch noch mit. Dann haben wir von jeder Sorte einmal einen großen Berg weg. Dann holen wir uns den Tisch ab. Und dann gucken wir, was die nächste Hauptquest ist. So. Okay. Wunderbar. So, ich habe 4 Bierdeckel bekommen. Annehmen. Du kannst nur den Werkschraub freischalten. Wenn du bereit bist, schließe die Taverne und betritte den Bereich. Ja, die Taverne ist noch geschlossen. Ich habe 2 Rubine bekommen. So, dann schauen wir doch mal. Werkraum. Freischalten für 40 Silber. 40 Silber ist zu viel. Ich habe hier noch einen kleinen Tisch. Kann ich den hier aufstellen? Ja, mein Tisch ist weg, mein anderer. Warum ist er weg? Okay. Okay, kann ich mir Stühle kaufen? Einzeltisch? Sitzbank ist zu viel. Ich könnte mir einen Hocker kaufen. Boah, ist das teuer.
Warteschlange, Abstandshalter. Okay, okay. Also dauert ja 3 Stunden jetzt. Okay, was ist, Werkraum. Schalte den Werkraum frei. Stelle eine kleine Bank her. Okay. Eine kleine Bank. Was brauchen wir für eine kleine Bank? Kleine Sitzbank. 20 Holzbretter und 10 Nägel. 20 und 10 Holz, 10 Nägel. Brennstoff. Mit der Kohle rein. Und 10 Nägel. So, hier könnten wir eigentlich hergehen. Mal 80 reinschmeißen. Und mal ein bisschen Eisen reinschmeißen. Und dann mal ein bisschen Kupfer, dass wir ein bisschen was auf Vorrat haben. So. Oh, oh nein. Da habe ich die Axt weggeschmissen. Nimm die Axt wieder auf. Nein. Ach, hat er schon. Okay. ja, das war, glaube ich, die falsche Taste, würde ich sagen. Passt. Und die Bäume wachsen auch relativ schnell. So Bäume von gestern. Ja, ja. So, 20 Holzbretter. Jetzt den Eisennägel, dann können wir hier eine Sitzbank herstellen. So, machen wir gerade noch hier 1-2 Bäume. Während in der Zwischenzeit. Dass wir immer schön aktiv bleiben. Und pflanzen dann gleich mal neue ein. Und hier oben hier schönen Wald hin. Kann von mir aus auch ganz dicht sein. Wie viele Samen haben wir noch nicht? So. Und so. So, Hälfte fertig. Und wir können unten noch ein paar Uferbahnen machen. Hier nochmal Brennstoff reinschmeißen. So. Haben wir das wenigstens mal ein bisschen auf Vorrat, dann können wir hier gleich was anderes bauen. Auf was? 60 Holzbretter, 10 Eisenbüsche. Huiuiui, Schmiedebank. Okay, okay, okay. Da gibt es nichts mehr. Was ist hier noch? Großes Holzfenster. Vogelhäuschen. Oh, interessant. Reiferegal. Okay, okay. Ah, ich bin mal gespannt, was uns die Hauptquest so alles noch bringt. Kannst du mir jetzt den Tisch geben vielleicht? Komm, komm. Sehr schön, Kerzenleuchter. Gibt 5 Komfort. Gut. Dann kaufe einen Wandkalender. Wandkalender. Bestellung geliefert. Sehr schön. So, ein Wandkalender. Oh, hier war ein Bierdeckel. Ne, Barläufer. Doch, da. Okay. Für ein Silber. Ich würde mal hier ein paar holen. Wir sollten einen Kalender holen. Was kostet der Kalender? Wo ist er? Kaktus wird drin. Kerzenhalter, kleines Holzfenster. Verschiedenes. Kleine Kiste, Katzenkorb. Kalender. Da, Wand. 80 Silber. Puiuiui. Ja, dann kaufen wir erstmal die Bierdecke. Dann machen wir mal hier die Kneipe auf. Ich hier. B.
Öffne deine Taverne und verdiene neue Kunden. Schließe weitere Quests ab und Verbesserung falls. Ja, habe ich vor. Der Kerzenständer ist bisschen groß. Okay. Und da in die Ecke? Was haben wir denn noch so? Das haben wir noch, das und das. Kerzen hätten wir oben. Eine Kerze brauchen wir noch da. So. Noch? Nichts mehr. Gut. Nein, den will ich da lassen. Baumodus raus. Ruhe öffnen. Oh, ich hab keine Kohle mehr. Falls kalt wird, war ja gestern der Fall. Ja. Das heißt, wir müssen Geld verdienen. Geld kriegen wir momentan nur durch unsere Kneipe. Dann, let's go. Müssen wir da auch eine... Ah, da will ich keine Kerze hinsetzen. Ah, jetzt ist zu spät. Vielleicht hätte ich das nicht hier unten hinsetzen sollen. Was vielleicht sinnvoller wäre. Einmal Krog. Du auch? Ja, Bierchen. Du kriegst das so, du kriegst es auch so. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Okay. Wunderbar, wer kriegt denn die erste Pampe? Wie viel haben wir denn noch von den... 4 Stück haben wir noch. Irgendwas dreckig? Hat ihr... Okay, noch keine Dreckspatzen dabei, das ist schon mal ganz gut. Aber Essen geht uns aus. Ich hoffe, wir kriegen die 80 Silber ganz gut und ziemlich schnell hin. Ah. Die Bierdeckel hätten wir noch draufschmeißen können. Sind die anderen schon gekommen? Nein, sind sie noch nicht. Ich muss sagen, das Spiel selbst geht relativ langsam voran. Wischen, aufpassen. Nicht so viel reden. Okay, Nachschlag. Kriegst du. Dann würde ich sagen, dann würden wir den Tag hier komplett verbraten, den wir Silber verdienen. Weil ohne Silber kann ich jetzt erstmal nichts machen. Ein Gast nimmt sich unverschämt. Die sind mit einem Smiley markiert. Stell dich neben ihn und drücke E, um ihn versuchen zu beruhigen. Ein rüpelhafter Gast wird andere in der Nähe verärgern. Okay. Um nett. Oh nein, der Kunde stiftet Unruhe. Er wird jeden um sich herum belästigen. Schlage mit dem Wischbob heraus und wieder auszuhören. Aber selbst natürlich. Attacke! Raus hier! So. Einmal ein Bier. Und du willst Pampe schon essen, okay. Was nimmst du? Auch eine Pampe. Wunderbar. Bist du? Auch eine Pump. So. Jetzt ist da was dreckig geworden. Aber noch ist es sauber. Oh, guck mal, hier geht es nach oben. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Gibt es hier oben? Okay. Kann ich wahrscheinlich ausbauen. Geht jetzt noch nicht. Auch noch eine Pampe. Okay. Sehr schön. Schön bezahlen. Oh, ich bin gleich ein Level Aufstieg. Nein.
Bauern musst du nett werden. Du kannst hier schön essen, trinken. So, was möchtest du denn gerne? Einmal Pampe, kommt sofort. Viel Spaß mit deiner Pampe. Oh. Sonst sieht's gut aus? Nein, sieht's nicht. Also sitzt du zu viert am Tisch und machen Dreck wie sechs Leute. Oh, wie viel Uhr haben wir? 16 Uhr? Haben wir noch ein bisschen Zeit. Du, dein Ruf hat einen neuen Meilenstein erreicht. Jeder Meilenstein schaltet neue Objekte frei und Möglichkeiten frei. Okay. Belohnung. Brauereien kocht nicht schön. Drücke T zum Öffnen. Okay. Will erst sauber machen, dann drücken wir T. Nutze den Talentbaum, um neue Rezepte zu erlernen. Jedes Talent kostet dich Skillpunkte, die du das Herstellen von Items verdienst. Skillpunkte lassen sich in die Kategorien physisch, Natur und mental einteilen, die du gelehrt hast, um fortzufahren. Lagerbier, Millis Ale, Ale, Porter und Matt. Ich habe 301. Kann ich mir noch nichts leisten. Ja, eine Suppe hätte ich mir fast herstellen können. Wie verdiene ich die? Gute Frage. Okay. Das war ich nur nicht. Ja? Ah. Okay. Oh, was ist jetzt los? Pumpen, pumpen, pumpe, pumpe, pumpe. Ja, ihr kriegt alle Pumpe. Jetzt ging es aber los hier. Haben wir noch irgendwie Dreck? Ne, gut. Gerne noch ein Papierdeckel. Weil. Sehr schön. Oh nein, oh nein, oh nein, ich bin zu langsam. Kommt sofort, kommt sofort. Oh nein, da kommt noch einer. Ich will doch nur ein Papierdeckel auslegen. Oh nein, ich will mich schon wieder erwischen. So. Die Frage ist jetzt, ob die auch kaputt gehen. Oder ob die dauerhaft da sind. Halt. Ruhe. Raus da. Oh, du willst ein Bier? Ich sein Bier. Gib Geld. Ja, ich bin schon da, ich wisch schon. Oh nein, oh nein, oh nein, ich bin überfordert. Pampe, okay. So, so, so. Und so. Was willst du noch haben? Einmal Pampe, nochmal Pampe, sehr schön. So. Können wir hier auf dem Tisch auch nochmal zwei drauf machen. So, wunderbar. Und vielleicht noch eine Kerze. So, wir könnten uns doch vielleicht so einen Tisch herstellen oder sowas gleich. Obwohl, wir verdienen ganz gut Geld gerade. Moment, Moment, ich bin sofort da. Oh Gott, oh Gott. Einmal Pampe, nochmal Pampe. Oh nein, Dreck. Dreck auf dem Boden. Hab noch mehr Dreck gesehen. Erstmal Pampe weitergeben. Okay, was willst du? Auf Pampe? Jawohl. Wie sieht das aus, wenn ich da 40 Leute habe oder mehr? Bin ja schon bei 10 überfordert. Eieiei. So. Okay. Okay, okay. Geht nicht. Ah. Ach genau, hier brauchen wir auch nochmal 40 Silber. In der Taverne ist ziemlich kalt geworden. Nutze den Kamin, um die Taverne zu heizen. Okay. Bier kommt sofort. So. Vielleicht machen wir auf. Ich würde sagen, die 40 Silber machen wir noch voll. Das kostet uns jetzt Holz.
19:30 Uhr. Ja, vielleicht so 20 Uhr. Ja. Ja, doch 20 Uhr, dann könnte ich noch ein bisschen was nebenbei machen. Also jetzt wie nochmal versuchen, einen Tisch herzustellen. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier. Hast du Pampe? Kriegst Pampe. So. Dann. Einen Kunden bedienen wir noch und dann schließen wir, würde ich sagen. Oh, du bist der letzte Kunde. Du kriegst noch ein Bier. Was zu bekommen. Und damit schließen wir. Okay. Puh, was ein Tag. So, dann können wir erstmal hier oben die Werkstatt freischalten, würde ich sagen. Ja. Ich halte den Werkraum frei. Der befindet sich im Hinterteil der Werne. Ich krieg 10 Gerste. Und 5 Eimer mit Wasser. Okay. Das ist dein Werkraum. Lass uns als erstes etwas Getreidebrei zubereiten. Okay. Sofort, sofort, sofort. Ich muss nur hier gucken, dass hier alles passt. Alle raus, alle raus. Oh nein, die machen nochmal Dreck vorher. Oh, nochmal, nochmal Dreck. Eieiei. Hier sieht's aus. Die lassen ja überall ihr Dreck liegen. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir genug Kerzen haben. Vielleicht sollten wir am nächsten Tag ein paar nachbestellen. Aber ich muss sagen, so ein Tag, wir sind jetzt bei 22 Minuten. Ich würde sagen, jeder Tag eine Folge. Ah, da Getreidebrei. Nicht genug Brennstoff. Brennstoff? Wir nehmen doch Feuerholz hier. Ofen. Einige Rezepte lassen sich verfeinern. Das erlaubt dir, weitere Zutaten hinzuzufügen. Manche Rezepte haben feste Voraussetzungen. Getreidebrei benötigt Getreide. Versuche etwas Gerste aus deinem Inventar auf einen der leeren Plätze zu ziehen. So stellst du Gersten Getreidebrei her. Okay. Stärkehaltige Gerste. Okay. Warte, bis der Gerstenbrei fertig ist. Es wird bloß ein paar Sekunden dauern. Okay. 20 Stück, da kriege ich mal wieder richtig Kohle zusammen. Fertig. Belohnung. Melzmaschine. Gewinne aus dem Malz aus deinem Getreide. Okay, okay. Also, lass uns Bier brauen. Platziere die Melzerei aus deinem Inventar und stelle Gerstenmalz her. Vergiss nicht, in den Dekorationsmodus zu gehen. Okay, einmal B. Und warum gleich neben dran? Raus und öffnen. Gerstenmalz. Brennstoff. So, Gerstenmalz. Das Melzen braucht eine Weile. Während du auf das Malz wartest, kannst du die Taverne wieder öffnen und den Getreidebrei verkaufen. Ich will aber noch mehr herstellen. Ah ne. Genau. So. Okay. Ne, bestellt habe ich nichts. Was kostet eine Kerze? So. 4 Silber. Kerzenhalter. Glänzende. Jetzt 20% mehr Luxus. Okay, aber die kann ich. Aber die Kerzenhalter kann ich mir doch bestimmt herstellen hier. Hölzerner Krug. Pass auf die Splitter auf. Okay. Nee. Flash. Da, Kerzenleuchter. Kerzenhalter. Brauche ich. Brennstoff. Ja. Brennstoff ist gerade knapp.
Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Holz abschlagen. So, ich denke mal so 24 Uhr sollte ganz gut sein fürs Bett gehen. Danach würde ich nur mich richten ungefähr. Oh, 9 Samen, das ist schon mal gut. Die Frage ist halt, ob die Bäume nachwachsen. An sich auch nochmal so. Oder ob ich die wirklich einzeln anpflanzen muss. Weil dann bräuchte ich ja deutlich mehr Samen. Also ich hoffe, dass die auch noch ein bisschen random abfallen. Also random spawnen, dass man halt ein paar Bäume extra bekommt. So. Aber was mich noch fragt, wie kann man Sachen anbauen? Wird wahrscheinlich als nächstes kommen. So. Gut. Was haben wir bekommen? Wir haben ein paar Setzlinge. Da geht einer. Da geht einer. Da geht einer. Sonst haben wir nichts bekommen. So, Feuerholz aus normalem Holz. Ich will noch hier ein paar Holzbretter. Da hätte ich auch noch ein paar gerne. Gut. Nicht genug Brennstoff. Oh, das bringt ja gar nichts. 10 brauchen wir dafür. Gut. Aber momentan brauchen wir mehr Eisen. Oh nein. Ich muss noch ein bisschen Eisen und dann würde ich sagen, ist die Runde schon wieder vorbei. Gut. Dann ab ins Bettchen. So, und wie gesagt, wenn es euch Spaß macht, lasst es mich gerne wissen. Und hier noch hier. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Traveler's Rest, beziehungsweise in Bypass Inn. Macht's gut. Ciao, ciao.